Ja, hallo zusammen wieder. Der Dirk und ich, wir haben es in einem anderen Video schon angesprochen. Ja, Starts und Wenden, ja, was das Thema dieses Videos ist, werden im heutigen Schwimmsport immer wichtiger, ja, nehmen immer einen größeren Stellenwert ein. Deshalb wird auch die Kraftkomponente immer entscheidender. Und jetzt im heutigen Video geht es um eine Wendenübung, die der Alex gleich ausführen wird. Richtig. Ganz kurz, was muss man beachten generell, wenn man Wendentraining ausführt? Also grundsätzlich, das ist schon angesprochen, die Wende ist mit das Wichtigste, mit dem Start und mit der Geschwindigkeit aufzunehmen im Rennen. Jeder Mensch, jeder Sportler, ob er Michael Phelps ist oder wer auch immer, wird vom Anfang der Bahn bis Ende der Bahn langsamer, also immer wieder einen neuen Geschwindigkeitsinput haben. Dafür ist es wichtig, dass wir eine Wende machen, die eine hohe Geschwindigkeit generiert im Auftauchpunkt. Und wie schaffen wir das? Natürlich nicht, indem wir langsam eine Bewegung machen. Wir müssen eine Bewegung machen, die extrem dynamisch ist, klein von der Bewegung ist und dich einen günstigen Winkel, Beinwinkel stellt, damit du gut abstoßen kannst. So wird Alex jetzt gleich vorführen, eine Übung, wo er 3, 4 Wände in einem ganz kurzen Distanz und Zeitraum machen wird, wo er nicht immer eine Wende ins Nichts macht, wo er wieder neu antreten muss, eine Wende aus der Wand heraus und immer wieder nachjustieren muss, dass er möglichst klein bleibt und wieder diese Häufigkeit im Antritt natürlich auch einen Trainingseffekt hat. Ja, da haben wir auch schon das nächste Stichwort und zwar ja, Wiederholung der Wenden. Es bringt sehr, sehr wenig, wenn man ja, 50 Meter schwimmt, eine Wende macht, 50 Meter schwimmt, wieder eine Wende macht, sondern, Dirk hat es gerade schon angesprochen, ja, eine hohe Wiederholungszahl, ja, hohes Tempo, schnell, kräftig, dynamisch und ja, der Alex ist schon bereit. Hier konnte man sehr gut erkennen, jetzt können Sie mal hinsetzen, dass also Alex es tatsächlich jetzt sehr gut gezeigt hat, dass man zur Wand hin die Geschwindigkeit nicht herunternimmt, sondern volle Pulle in die Wand schwimmen, lernen muss, in die Wand zu schwimmen. Die meisten Leute nehmen den Kopf hoch, dann verlieren sie Geschwindigkeit oder auch im Anschlagbereich nach Möglichkeit nicht atmen für die ganze Übung und 20 Sekunden dann quasi immer Antritt, Wende, Anschlag. Genau. Ihr habt es gerade schon gesehen, also ich habe den Alex jetzt gerade, ich glaube, überhaupt nicht atmen sehen. Gell? Ja, also seht ihr, das ist wirklich brutal. Ja? Gerade wenn man sich jetzt eher so im Anfänger- oder Breitensport bewegt, ja, da müsst ihr natürlich vielleicht das ein oder andere Mal mehr Luft holen, aber gerade für die Leistungssportler, mega geile Übung, gab es bisher auch nicht auf unserem Kanal. Deshalb auch für mich wieder was mega cooles Neues, was ich für zu Hause, für unsere Seminare mitnehmen werde. Und ja, da brauchen wir schon ein bisschen Power dafür, aber geile Übung. Genau, Dirk hat es auch angesprochen, ja, weder vor der Wand noch nach der Wand direkt atmen. Ja. Macht euren sauberen Übergang, macht da keine Fehler und dann probiert es zu Hause aus. Ich bedanke mich wieder für den Input. Danke. Alex, sehr gut ausgeführt. Und ja, bis im nächsten Video. Ciao, ciao.